Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, der Mensch gewordene Gottessohn, sei mit euch. Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Erwachsene zu Hause und hier in unserer Pfarrkirche, liebe Festgemeinde an diesem heiligen Abend. Mit der Geburt eines Kindes beginnt für Eltern, für die Familie und wahrscheinlich für viele im Umfeld ein neuer Lebensabschnitt. Ein neues Kapitel der Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen beginnt mit der heiligen Nacht. Gott selbst tritt ein in die Weltgeschichte. Er wird ein Teil von ihr. Diese Liebesgeschichte Gottes wirkt bis heute weiter. Sie ist bis heute an kein Ende gekommen. Deshalb dürfen wir feiern, dass er in unserer Mitte gegenwärtig ist. Das römische Martyrologium, das wir nun hören dürfen, reiht die Geburt Jesu ein in die Weltgeschichte. Seine Geburt ist der große Wendepunkt der Historie. Im Anfang schuf Gott die Welt, Milliarden Jahre waren vergangen, seit unsere Sonne und die Erde entstanden. Millionen Jahre, seit Leben sich regte auf der Erde und der Mensch ins Dasein trat. Viele Tausende von Jahren, seit Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. 2015 Jahre seit Abrahams Geburt, 1510 Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt, 1032 Jahre seit der Salbung des David zum König. In der 65. Jahrwoche nach Daniels Weissagung, in der 194. Olympiade, 752 Jahre nach der Gründung Roms, im 42. Jahr der Regierung des Octavianus Augustus, da Friede war in der ganzen Welt. Da wollte Jesus Christus, ewiger Gott und Sohn des ewigen Vaters, die Welt durch seine rettende Ankunft heiligen. Er war empfangen vom Heiligen Geist. Und nach 9 Monaten wurde er zu Bethlehem im Lande Juda aus Maria der Jungfrau geboren. Wir feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus in unserem armen Fleisch. Wort wird Mensch. Dieses Ereignis hält uns wach in dieser Nacht. Wir dürfen uns besinnen auf die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte. Er ist wirklich hier. Im Ruf des Kyrie wollen wir ihn dann um sein Erbarmen bitten, dass er sich uns zuwende, dass wir seine Liebe spüren und in unsere Herzen aufnehmen können. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. No. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schultern gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Quem pastores laudare, den die Hirten lobten sehr, quibus angeliegt sehr. Und die Engel noch viel mehr, abseht wo bis Jamtimeere, fürchtet euch für was nicht mehr. Natus ist Rex Glorie, euch ist geboren ein König der Ehr, Rex Glorie. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier sei dir, O Herr. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Erwachsene zu Hause und hier in der Kirche, liebe Festgemeinde in dieser heiligen Nacht 2023. Wie ein Lauffeuer hat sich weit über das kleine Dörflein Greccio in Umbrien herumgesprochen. Heute Nacht, in der heiligen Nacht des Jahres 1223, wird etwas Besonderes passieren. Und so machen sich die Menschen auf den Weg. Und sie staunen nicht schlecht, als sie sich plötzlich in einer lebendigen Krippenszenerie wiederfinden. Franz von Assisi hatte die Idee dazu gehabt. Er wollte den Menschen begreiflich machen, Weihnachten ist nicht Vergangenheit. Weihnachten ist heute. So wie Gott in Jesus begreifbar wurde, so sollen die Menschen begreifen, was in der heiligen Nacht in Bethlehem passiert war. Gott sieht euch. Er sieht eure Freude, er sieht eure Not. Er liebt euch so sehr, dass er euch in einem menschlichen Baby entgegenschaut und euch in die Arme schließen will. Die Menschen damals in Greccio kapieren das. Gott geht bleibend mit uns. Und so wird es eine frohe, heilige Nacht, damals vor heute genau 800 Jahren in Umbrien. Neulich bei einer Krippenausstellung in Seligenporten sagte mir eine Frau, dass ihr Glaube schwer erschüttert wurde, als sie erfuhr, dass der Ort der Geburt Jesu wohl ein Höhlenstall oder der Stall im Erdgeschoss einer Karawanserei war. Aber ganz sicher kein Stall, wie wir ihn von hier kennen. Ich konnte nur sagen, das ist vielleicht historisch interessant und wichtig, aber bei einer Weihnachtskrippe geht es um etwas ganz anderes. Da drückt sich aus, hier bei uns wird Gott Mensch. Hier bei uns, in unseren Lebensverhältnissen, bekommt er Hand und Fuß. Hier ist heilige Nacht. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen Worten bei ihr durchgedrungen bin, aber es stimmt. Weihnachten wird es nur, wenn wir im Spiel sind, ohne Distanz zum Geschehen, sondern mittendrin. Ein früherer Bischof hat in einer Weihnachtspredigt einmal formuliert: Ohne Transeamus kein Weihnachten. Vordergründig meinte er als gebürtiger Schlesier hier die Vertonung von Josef Ignaz Schnabel. Hintergründig war die Botschaft ganz anders. Ohne dass wir uns auf die Socken machen zur Krippe, kann es für uns nicht Weihnachten werden. Und dann stehen wir da, wie wir eben sind. Da gibt es den Frommen, der wie die Engel ein Ehre sei Gott in der Höhe anstimmt. Da gibt es die Praktikerin, die zu Hilfe eilt mit dem, was sie hat. Da gibt es die Zögerlichen, die erst einmal sehen wollen, wie die anderen sich verhalten. Und ein paar machen vielleicht nur ein Selfie mit der heiligen Familie oder stehen sensationslüstern da, wie Gaffer an einem Unfallort. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Weihnachten ist konkret. Weihnachten riecht weniger nach Plätzchenduft und Weihrauch. Weihnachten riecht nach vollen Windeln und Stall. Keine Idylle, sondern hartes Leben. Und Weihnachten wird es dort, wo Leben aufblühen kann, nach einem alten Psalmwort, das mir lieb geworden ist. Wenn der Himmel die Erde berührt, dann beginnt sie zu blühen. Amen. wir unseren Glauben an den menschgewordenen Gottessohn. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen, 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 wir glauben. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Amen, 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 wir glauben. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen, 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 wir glauben. Gott hat uns als seine geliebten Kinder angenommen. Darum beten wir in dieser heiligen Nacht zu ihm. Wir danken dir für die Gemeinschaft der Glaubenden. Lass unsere Türen immer offen sein für Menschen, die dich suchen. Lasse zum Herrn uns beten. Herr, erbarme dich. Wir danken dir für das Geschenk der Liebe. Sei allen nahe, denen sie heute besonders fehlt. Lasse zum Herrn uns beten. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir danken dir für Menschen, die in dieser Nacht ihren Dienst tun. Schenke ihnen Momente der Zuwendung und der Freude. Lasse zum Herrn uns beten. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir danken dir für alle Bemühungen um Frieden. Sei denen nahe, die in diesen Tagen unter Krieg und Terror leiden. Lasse zum Herrn uns beten. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir danken dir für das Lebens- und Glaubenszeugnis von Menschen, die uns nahe standen. Nimm sie auf in dein ewiges Licht. Lasset zum Herrn uns beten. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gott, du hast deine Verheißung erfüllt und deinen Sohn in diese Welt gesandt. Du bist uns nahe, heute und in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte in der heiligen Nacht und auch morgen an Weihnachten ist bestimmt für das Hilfswerk Adveniat, also für die Menschen in Mittel- und Südamerika. Gestern war die Welt noch dunkel und die Schatten waren lang. Gestern sprachen noch die Waffen, nur die Hoffnung sang. Friede auf Erden, hier und überall. Friede auf Erden, durch das Kind im Stall. Heute leuchten helle Lichter, heute wird das Herz ganz still. Heute soll es Frieden werden, weil es Gott so will. Friede auf Erden, hier und überall. Friede auf Erden, durch das Kind im Stall. Morgen kommt das Fest der Freude, morgen schon keimt Gottes Saat. Morgen wird die Liebe siegen, denn sie reift zur Tat. Friede auf Erden, hier und überall. Friede auf Erden, durch das Kind im Stall. Heute leuchten helle Lichter, heute wird das Herz ganz still. Heute soll es Frieden werden, weil es Gott so will. Friede auf Erden, hier und überall. Friede auf Erden, durch das Kind im Stall. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gregor Maria und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche gerufen sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute auch für Florian Vogelgesang, für Maria Magdalena und Josef Kaul, für Hedwig Galka, Maria und Ludwig Wolfsteiner, Katharina und Helmut Kolozzi, für Hedwig und Michael Zeus, für Angehörige der Familie Sossau, der Familie Gmelch, für Josef und Katharina Rösch, für Klaus Hornfeck, Roswitha Gärtner und Angehörige Neuhaus und Franke. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 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 In Brot und Wein hat Christus Fleisch und Blut angenommen. Beten wir mit ihm zum Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mitten in der Finsternis von Krieg und Hass, mitten in der Finsternis von Gewalt, Not, Krankheit, Elend und Tod, mitten in dieser Nacht leuchtet das Licht von Weihnachten. So rufen wir: Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns und den Völkern dieser Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Schenkt einander ein Zeichen dieses Friedens. nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich. Gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Dass es Weihnachten werden kann, braucht es viel innere Vorbereitung, aber auch ganz viel Äußeres, dass der Rahmen passt für das ganze bunte Bild von Weihnachten, das darin entsteht. Und so möchte ich am Schluss der festlichen Christmette Danke sagen. Danke unseren Ministrantinnen und Ministranten. Danke für die wunderbaren Christbäume, das Aufbauen der Weihnachtskrippe. Danke, dass unsere Kirche heute strahlt. Danke an den Kirchenchor unter der Leitung von Josef Schwarz und das Instrumentalensemble dazu, das diesen Abend bereichert hat. Lieber Josef, wir zahlen dich nicht nach Kilometergeld. Aber es ist toll, dass es dich gibt. Ihr habt einen Riesenapplaus verdient. Und dann bitte ich diejenigen, die uns von zu Hause zuschauen beim Livestream, klatschen Sie doch bitte zu Hause für das Team, das den Stream heute wieder gemacht hat. So wünsche ich euch und Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten. Bleiben Sie danach vielleicht noch ein paar Minuten draußen stehen, wünschen einander diesen Frieden der heiligen Nacht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Nacht erleuchtet durch den Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott.